Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Projekt hier auf dem Kanal. Wir haben bereits Gothic 1 und Gothic 2 gespielt und natürlich jetzt auch Gothic 3. Leute, ich freue mich wahnsinnig auf dieses Projekt. Ich habe schon mal kurz angespielt, habe ein bisschen alles überprüft, ob es funktioniert und so weiter. Und es sieht wirklich erste Sahne aus dafür, dass dieses Spiel schon so alt ist. Ich habe nochmal ein bisschen drüber gepatcht und ein paar Mods draufgelegt, dass es nochmal ein bisschen schöner aussieht. Und ich bin wirklich begeistert. Ich will euch aber jetzt noch gar nicht so viel vorwegnehmen. Ich erinnere mich nur noch, dass in Gothic 2 das Letzte, was passiert ist, Xathas hat die Macht der Drachen gestohlen und ist verschwunden. Und hier wird es nun weitergehen. Wir starten in ein neues Spiel zu Gothic 3. Los geht's. Und da geht es auch schon los mit Gothic 3. So, wir machen den Tipp hier mal aus und stürzen uns sofort ins Getümmel. Wir starten hier sofort in einen Fight. Man ist am Anfang tatsächlich ein bisschen überfordert hier, weil es auf einmal so plötzlich losgeht. Aber da kriegen wir das schon irgendwie hin. So, zack. Nice, da ist der erste down. So, da gönnen wir uns auch gleich den zweiten.
Aua. Sehr schön, wir haben ordentlich Erfahrungspunkte bekommen. Sehr schön. Okay, warte, ich brauche einen Trank. So, uno momento. Oh. Verdammt, da sind wir auch schon das erste Mal tot. Ja, hier ist es so, dass wir wohl nicht sterben im Moment. Zumindest am Anfang nicht, da das wahrscheinlich ein Tutorial ist. Aber wir verlieren unsere Waffe. Verdammt, hier ist es. Mehr auch schlechter. Nicht während des Kampfes. Oh Gott. Nein, lass mich durch. Okay, ich brauche meinen Trank. Das fing eigentlich ganz gut an. So, weiter geht's. Komm schon. Ah. Na, du Sack. Okay. Und neuer Trank, bitte. Okay, nice. So. Jetzt bist du dran, mein Freund. Level up. Wir haben Level up bekommen. So. Ich würde sagen, wir gönnen uns auch mal mit dem Bogen ein bisschen was, oder? Komm mal her. Mein Freund. Bisschen aus sicherer Entfernung hier mal machen. Was hast du jetzt davon? So. Okay. Was hast du getan? Die Orks hätten uns am Leben gelassen. Jetzt wird Xardas uns noch mehr von ihnen auf den Hals setzen. Du musst nach Redok gehen. Xardas? Xardas? Was hat Xardas mit den Orks zu schaffen? Was ist denn mit dir los? Warst du die letzten Wochen nicht hier? Nein, ich war woanders. Xardas ist der Anführer der Orks. Er hat uns alle verraten. Was weißt du noch über Xardas? Er hat die Runenmagie zerstört, dieser verdammte Runen. Ohne ihre Magie hatten die Paladine und Feuermagier keine Chance mehr gegen die Horden der Orks. Darf man das sagen auf YouTube? Darf man das sagen? Oh, ich hoffe, da bekommt man keinen Strike für. Was ist denn Redok? Das Lager der Rebellen. Es ist mitten im Wald. Dort gibt es Wölfe. Mit Wölfen werde ich fertig. Ja, aber die Biester sind verdammt aggressiv. Außerdem wirst du es alleine nicht finden. Ich glaube, dein Kumpel Gorn weiß, wo es ist. Du solltest mal mit ihm reden. Oh, okay. Und was soll ich den Rebellen sagen? Sag ihrem Anführer, dass er Leute schicken soll. Alleine haben wir keine Chance. Jetzt stecken wir mit in der Scheiße. Hey, geh du doch hin. Ich bin nur nicht den Laufbursche, Junge. Okay, sind ja noch welche, oder was ist los? Da, guck mal, da hängt doch noch einer rum. Da hängt noch ganz viele rum. Oh Gott, der hat so eine Armbrust. Einfach abgeblockt. Oh Gott, das sind sehr viele. Helfe. Leute. Kommt, helft mal. Ein bisschen. Ich brauche einen Trank. Ich gehe mal kurz einen Trank trinken. Verdammt. Ich gehe auf den Sack, ohne dass ich auf den Sack kriege, oder? Oh, das war knapp. Eigentlich hat er mich gehabt. Okay, das Kämpfen ist ein bisschen merkwürdig, glaube ich. So, jetzt habe ich ihn. Okay, nice. Erstmal noch einen Trank zu mir nehmen. Hm.
gehört. Das ist doch der Einzige da, oder? Ne, da rennen noch zwei. Okay, ciao, Leute, ciao. Okay, ich würde sagen, wir reden erstmal mit unseren Kumpels hier. Oh, kriegen noch mehr Erfahrungspunkte. Wie in alten Zeiten, was? Die Orks hatten nicht viel drauf. Ich schätze, es gibt noch härtere als die. Was ist mit Lester? Wollt ihr nicht Verstärkung holen? Ja, wo ist denn Lester? Ich mache erstmal Pause. Ach so, ja, machen wir Pause. Er kann mir nicht helfen. Ich mag die Orks nicht. Was ist eigentlich mit Lester? Er wollte doch Verstärkung holen. Das hat er auch gerade gesagt. Hä, was ist mit ihm? Er sieht aus wie das Kasperle. Er hat eine Narbe auf der Nase und er hat Augen über den Augen? Ist das normal? Ist das normal? Der sieht ganz crazy aus. Okay. Da sind wir mal wieder in eine schöne Geschichte geraten. Du siehst sehr alt aus. Was ist hier passiert? Die Orks haben ganz offensichtlich den Krieg gegen König Robar gewonnen. Und jetzt fegen die Orks über das Land und versklaven die Menschen. Aber was mich gerade viel mehr interessiert, was ist mit Lester? Okay, König Robar hat verloren. Die Orks haben das Land übernommen. Und Xardas ist jetzt wohl ihr Anführer. Okay, ich würde sagen, wir plündern erstmal das Dorf, oder? Geil. Das Dorf gehört uns. Alles nehmen. Schnaps, Heilwurzel, Münzen. Das ist unser Zeug momentan. Okay, wir haben sogar ein bisschen Magie. Heilung haben wir auch ein bisschen was. Dietriche haben wir. Okay, wir nehmen erstmal alles mit. So wie man das halt so macht, ne? In RPG-Spielen. Sieh zu. Lass uns kurz in Ruhe reden. Krusch Farok. Die Schrift von den Waffen ist ganz schön klein, muss ich sagen. Oder allgemein von den ganzen Sachen. Ist ziemlich klein. Muss ich mal gucken, ob ich da noch was ändern kann. Heiltrank. Heiltrank. Bis später. Später, alles gut. Gold? Gut, nehmen wir auf jeden Fall mit. So, erstmal schön alles einsacken hier, würde ich sagen. Wir haben dir viel zu verdanken. Naja, du klang ja eben nicht so. Er war eben nicht so zufrieden mit uns eigentlich, oder? So. Ja, wir plündern auf jeden Fall das ganze Dorf erstmal, Leute. Ist ja wohl logisch. So, was haben wir denn hier? Oh, guck mal, eine Kiste. Aha, interessant machst du das. Verrotten! Sonst ist hier nichts. Hier sind ganz viele Tote. Oh, eine Karte. Karte der Welt. Münzen, sehr viel Geld. Sehr, sehr viel Geld. Armbrust, sehr gut. So, wir gönnen uns auf jeden Fall hier erstmal komplett alles. Würde ich sagen. Oh ja, Leute, ihr müsst... Guck mal, das Spiel, das sieht doch hammermäßig aus, oder? Pfeil, kriegen wir auch. Oh. Sieht so gut aus. Ich bin einfach nur begeistert. Wie dieses Spiel aussieht, dafür, dass es schon so alt ist. Also klar, wir haben da nochmal ein bisschen was dran gemacht, aber trotzdem. Es sieht doch einfach Hammer aus, oder? Für so ein Spiel, was so alt ist. Hammer nice. So, was haben wir denn hier drin? In dieser schönen Kiste. Nice. De. Die haben meistens irgendwelche Heilwurzeln dabei und Schnaps. Kann man den auch nicht verübeln, den Orks? Oh, guck mal, ist ein Pult. Was haben wir da? Hier steht nichts Neues. Okay. Bist also ein ganz schlauer Typ. So, hier waren wir schon drinnen. Das haben wir auch schon alles ausgeraubt. Ausrauben klingt so hart, aber... Ja, im Endeffekt rauben wir ja auch das Dorf aus, ne? Aber trotzdem. Wir haben ja auch nichts mehr. Warum haben wir nichts mehr? Wo hat er denn das ganze Zeug gelassen? Verstehe ich nicht. Das mit der Runenmagie verstehe ich. Wir können keine Zauber mehr wirken, weil die Runenmagie zerstört ist. Aber... Sag was? Bringt das Leben? Ein bisschen. Ein bisschen Leben bringt das. Können wir da nochmal was trinken? Aber warum wir unsere ganzen Waffen nicht mehr haben, das frage ich mich. Das sein kann.
Wir waren doch super stark. Schwächeanfall. Wir haben einen Schwächeanfall bekommen. Das muss es sein. Die Musik ist sehr idyllisch. Gefällt mir sehr gut. So. Sehr viele Sklaven. Also die Orks haben hier wirklich die ganzen Dörfer wahrscheinlich versklavt. Wir werden wahrscheinlich wieder auf sehr viele Orks treffen. Alchemie gibt es hier auch. Guck mal da oben, die ganzen leeren Flaschen. Komme ich nicht ran. Egal. So, Fläschchen. Schmiedtisch. Ich kann schon was bauen? Nichts herstellen. Wir können nichts herstellen, okay. Mana-Trank. Ich kann zurzeit nichts herstellen. Okay, okay. Jetzt haben wir einen Heiltrank gefunden hier. Herstellung Heiltrank. Buchständer, kann man hier was lesen? Hier steht was über Alchemie. Oh, ja, cool. Alchemie plus 5. Ist gleich 15. Aha. Fläschchen. Bisschen was mitnehmen, ne? Und jetzt geht das? Ah, jetzt geht's. Guck mal. Kann man was herstellen. Wir können jetzt Heiltränke herstellen. Einmal Heilpflanze, einmal Wasser und einmal Fläschchen. Und das haben wir im Inventar. Ist cool gemacht. Sehr schön. Okay. Kann ich das jetzt mitnehmen? Jawohl. Wenn dann alles, ne? Nein, nein, nicht nochmal. Huh. So, erstmal weiter gucken. Was haben wir denn noch hier? Hier ist nicht so richtig was. Haben wir hier noch was Schönes drin? Das ist noch ein Buchständer. Hier haben wir erstmal eine Truhe. Aha. Alles erstmal mitnehmen. Wir gucken uns dann mal unser Inventar genauer an. Uninteressant. Uninteressant, okay. Nur so eine Geschichte halt, ne? Ist das Kopfnuss? Eine gut gezielte Kopfnuss schickt jeden Gegner zu Boden. Okay, cool. Geld, Fackel, Schnaps. Alles mitnehmen. Was man nicht brauchen, kann man verkaufen. Und alles andere braucht man. So einfach ist das. Hier haben wir noch einen rostigen Zweihänder. Was haben wir hier Schönes? Warte, da können wir erstmal noch den armen Sklaven ausnehmen. Schade, Sklaven haben nicht so richtig überlebt, ne? Schatulle? Schinken. Hallo Schinken. Die Schrift ist halt super klein. Da muss ich mal wirklich gucken, ob ich da nochmal was verbessern kann mit der Schrift. Das ist, ja, ein bisschen ungewohnt. Oh, eine Innos-Statue. Fleischschwanz-Ragout. Schinken. Nee, rohes Fleisch. Brot. Grütze. Grütze. Und ein Apfel. So, und natürlich Innos-Statue. Innos. Gewähre mir Wissen über alte Magie. Gewähre mir die Kraft deines Segens. Okay. Licht, Heilung, Vergiftung heilen, Krankheit heilen, Feuerball. Kostet LP und relativ viel Gold. Wir haben auf jeden Fall noch nicht. Gewähre mir das hohe Wissen der alten Magie. Gewähre mir die Herrschaft über das Feuer. Flammenschwert rufen. Das klingt geil. Flammenwelle, böses Vernichten, Feuerregen ist auch richtig nice. Fernheilung. Lebenskraft, magische Kraft, Ausdauer. Okay. Gut, dann können wir hier also auch schon mal Lernpunkte ausgeben. Gut zu wissen. Sehr, sehr gut zu wissen. Oh. Der sitzt echt cool da. Gesundheit, was ist mit dir? Bist du erkältet, als du hier im Schiff rüber gekuttert bist? Eine Bürste. Ein Hammer. So, eine Kiste. Was haben wir denn hier drin? Ah, Dietriche. Dietriche sind erstmal sehr wichtig für den Anfang, denke ich. Damit können wir uns ein paar schöne Sachen klauen. Oder stibitzen. So, dann haben wir doch bald alles erforscht. Erste Runde.
war erfolgreich. Amboss. Was auf was? Schmiedehammer. Rohstahl, sehr gut. Oh, hier gibt es auch Schilder jetzt, scheinbar. Axt, habe ich gerade so eine helle Bade mitgenommen? Tatsächlich. Oh, sehr schön, Bögen. Axt, Schwert. Schwert, alles mitnehmen. So, Truhe öffnen. Alles nehmen wir mit, Leute. Alles. Oh, hier, Bauplan für ein Breitschwert. Feuerpfeile. Feuerpfeile, cool. Ausdauertrank. Sehr schön. Wir bekommen eine gute Ausstattung auf jeden Fall. Eine gute Standardausstattung erstmal. Sehr, sehr schön. Äpfel. Äpfel sehr wichtig, ne? Wenn man viele Äpfel isst, bekommt man Lernpunkte. Ist auch im echten Leben so. Deswegen immer schön Äpfel essen. Wie viel Gold haben wir denn jetzt schon? Warte mal, ich guck mal kurz ins Inventar. 776, ja gar nicht mal so wenig. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Krass. Und hier noch eine Möhre. Dank der Krankheit. Krankheiten heilen. Also hier gibt es auch richtig Krankheiten jetzt? Oder wie stelle ich mir das vor? Ich bin mal gespannt. Gift ist ja nicht gleich Krankheit. Warte mal, lag da noch was? Nee. Okay. Dann sind wir, glaube ich, erstmal durch hier. Waren wir hier schon drin? Huch. Okay, den haben wir auch noch nicht ausgenommen. Den auch nicht. Waren wir hier schon drin? Ein Pult? Das kenne ich schon. Das kennst du schon, okay. Ein Hocker. Oh gut, sonst ist hier nicht so wichtig. Wichtiges Zeug drin. Bis später. Mach's gut. Ja, scheinbar war es das jetzt. Hier haben wir noch eine Waffe. Und dann sind wir erstmal durch, würde ich sagen. Hier waren wir schon drin, oder? Ja. Okay. Sehr schön. Kann ich mit euch nochmal reden irgendwie? Sieh zu! Oh. Meine Runen haben ihre Kraft verloren. Ich denke, den anderen Feuermagiern ist es nicht anders ergangen. Mhm. Ich werde mich aufmachen und versuchen, die alte, wahre Magie zu erlernen. Wovon redest du? Bevor es Runen gab, konnten nur sehr wenige, sehr mächtige Menschen Magie wirken. Das Wissen darum muss irgendwo zu finden sein. Ich werde es suchen. Wie der aussieht, der sieht aus wie Kasperle. Ey, keine Ahnung. Ich komm mit. Ich komm mit. Wir sollten getrennt suchen. Finde du Xardas. Mhm. Wenn einer was über die Magie weiß, dann er. Wir werden uns wiedersehen. Da bin ich mir sicher. Also, viel Glück. Will ich Xardas überhaupt finden? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht so genau. Gorn? Ich mach erstmal Pause. Ja, dann machen wir Pause. Okay. Leute, ich glaube, das war dann der erste Part für heute. Wir haben das erste Lager befreit. Ja, kann man nicht sagen, ne? Doch, ja gut, es ist schon frei, aber einziger Überlebender ist er hier. Er ist jetzt der Chef hier, der Hamler. Hamler, ja. Armer Kerl, ist der Einzige, der im Dorf lebt. Okay, ich würde sagen, im nächsten Part schauen wir unser Inventar mal ein bisschen genauer an. Gucken wir uns mal die Karte an, wo wir überhaupt hin müssen jetzt. Und die Gesichter sehen halt echt krass aus, ne? Das ist lustig. Ich bin gespannt, Leute. Bis zum nächsten Mal. Euer Zelda-Junge. Gerne einen Daumen nach oben da lassen und ein paar schöne Kommentare schreiben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Gesundheit.